Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Veränderungen im physischen Bereich stehen bevor. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 11. Juni 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben begonnen, die Art und Weise zu untersuchen, wie die stabilisierenden Energien des Monats Juni auf das menschliche Kollektiv als Ganzes gewirkt haben. Und wir sehen, dass ihr auf dieser Ebene eures Bewusstseins positive Veränderungen vornehmt. Wir sehen auch, dass die Veränderungen im Physischen einen Teil eurer linearen Zeit benötigen werden, um sich zu manifestieren. So ist es normalerweise für euch alle auf dem Planeten Erde. Ihr macht notwendige Veränderungen, ihr entwickelt euch weiter, ihr werdet mehr zu dem, was ihr wirklich seid, als Quellenenergiewesen. Aber die physische Realität hinkt ein wenig hinterher, und das ist der Punkt, an dem einige von euch anfangen, den Glauben an diesen Prozess zu verlieren. Ihr beginnt, das Vertrauen in das, was ihr fühlt, zu verlieren, weil das, was ihr fühlt, euch nicht die unmittelbare Antwort aus dem physischen Bereich gibt. Was ihr hingegen tut, gibt euch die unmittelbare Antwort im physischen Bereich. Wenn ihr etwas aufhebt und es von einem Ort an einen anderen bewegt, dann könnt ihr euch das ansehen und sagen, jetzt ist es anders, jetzt ist es dort drüben. Ich habe eine Veränderung vorgenommen und diese Veränderung ist greifbar und messbar. Die Messung der Veränderungen, die sich auf der Ebene eures Bewusstseins vollziehen, ist unsere Domäne. Manchmal müsst ihr uns beim Wort nehmen, ihr müsst Vertrauen und Zuversicht haben, und weiterhin mit euren Gefühlen und den Energien fließen, die euch helfen, euren Mittelpunkt zu finden. Wenn ihr euch in euch selbst ausgeglichen fühlen könnt, dann könnt ihr beginnen, eine Welt außerhalb von euch zu erfahren, die dieses Gleichgewicht, diese Ausgeglichenheit widerspiegelt. Ihr seid in der Lage, so viele größere Schritte zu machen, wenn ihr in diesem Gleichgewichtspunkt seid, wenn ihr ruhig seid, wenn ihr zentriert seid, wenn ihr besonnen seid. Ihr müsst nicht mit Freude und Aufregung herumhüpfen, um die Version der Realität zu schaffen, die ihr erleben wollt. Ihr könnt euch also entspannen. Ihr könnt darüber nachdenken, wie weit ihr als menschliches Kollektiv seit Beginn des Jahres 2020 gekommen seid. Und ihr könnt euch klarer darüber werden, in welcher Art von Welt ihr leben wollt, welche Art von Welt ihr erschafft. Ihr könnt im Fluss sein und erwarten, dass die Veränderungen kommen werden. Sie kommen tendenziell schneller, wenn ihr nicht jeden einzelnen Moment eines jeden Tages nach ihnen sucht. Und deshalb werden wir euch weiterhin dazu ermutigen, eure Geräte und Fernseher auszuschalten und nach draußen zu gehen, um die erhöhten Energien zu erleben, die von Mutter Erde aufsteigen und vom Himmel herunterkommen. Und dass ihr über diese Portale, die ihr in euch habt, Zugang dazu habt. Ihr werdet die Veränderungen in der physischen Welt sehen, aber für den Augenblick muss es genügen, sie zu spüren. Und diese Gefühle können das sein, worauf ihr euer Vertrauen setzt. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.